Herzlich willkommen zur 10. Folge der IAFC 24 Karriere mit Gladbach. Lange, lange ist her, dass es hier mal eine Folge gab, aber es geht weiter, um euch auf den aktuellen Stand zu bringen. Das ist aktuell 5. guter Abstand auf Platz 6. Vielleicht noch eine Möglichkeit, um die Champions League Plätze mitzukämpfen. Wir sind jetzt im Februar, Ende Februar, um genau zu sein. Spielen jetzt auch gegen Bochum, gegen Mainz, gegen Köln und gegen Heidenheim, zumindest in dieser Folge. Einzelfahren wird wie immer simuliert, die anderen drei werden gespielt und dann gucken wir noch eben in den Posteingang. Fokus des Trainingsplans, gut. LWD zu viele gelbe Karten geholt und Janschke hat optimale Bissigkeit. Appelkamp möchte mehr spielen, das kriegen wir hin. Und dann sehen wir uns, denke ich, kurz vorm nächsten Spiel. Bis gleich. Das ist die Aufstellung, mit der wir ins Spiel gegen Bochum reingehen. Ich probiere mal ein bisschen was. Kone fährt auch mal auf der 6. Mal schauen, wer sich da so schlägt. Appelkamp darf spielen, Klaus darf spielen, Prestiani darf spielen und in der Innenverteidigung notgedrungen. Mustafa überspielen, Janschke auf die Bank, da LWD ja gesperrt ist. Kone hat Platz. Kone sieht Prestiani über rechts. Prestiani. Der sieht Klaus. Klaus in guter Position für den Abschluss. Klaus mit dem Schuss, aber die Parade von Riemann verhindert hier das Gegentor. Jetzt Bochumer mit dem Angriff. Tolba über die rechte Seite. Tolba sieht, dass Hofmann gut freisteht. Hofmann sieht Quarteng in guter Position. Omlin. Doch, der Abpraller landet dann bei Antwi Adjei. Und Bochum führt mit 1:0 im Borussia-Park. War scheiße von uns gemacht. Scheiße, verteidigt Hofmann. Quarteng steht völlig frei. Omlin pariert erst gut, aber dann steht auch niemand mehr bei Antwi Adjei. Und dann macht er den natürlich auch rein. Das ist einfach schwach von uns verteidigt. Antwi Adjei jetzt gegen Itakura. Oh, das war schwach von Itakura. Antwi Adjei jetzt mit Tempo. Kommt er über die linke Seite. Antwi Adjei immer noch am Ball. Da geht so richtig gerade keiner hin. Antwi Adjei legt in die Mitte. Quarteng. Ich komme überhaupt nicht in die defensiven Zweikämpfe und dann steht es auch 2:0 durch Quarteng für die Bochumer. So wird das natürlich nichts mit der Champions League Quali. So wird das eher noch weiter nach unten gehen. Antwi Adjei kann da völlig entspannt durchdribbeln und dann steht Quarteng da auch völlig frei. Und den macht er natürlich. Boah, böses Foul da. Da kann man mal rot zeigen eigentlich, aber es gibt gelb für Kevin Stöger. Schinter Appelkamp sieht Klaus jetzt. Klaus gegen Masovic. Klaus immer noch am Ball. Gut gemacht von Klaus. Der muss jetzt noch reinmachen. Anschlusstreffer durch Klaus. Der ist, seitdem er hier ist, wirklich in einer guten Form. Und hat sich auch hier gut durchgesetzt. Sehr stark gemacht und dann den auch gut ins Tor gebracht, den Ball. Die Bochumer kriegen jetzt einen Freistoß. Maxi Wittek wird den ausführen. Bringt die Flanke. Die kommt zu Hofmann, aber Omlin mit einer super Parade. Eckball jetzt für die Bochumer. Kevin Stöger führt die Ecke aus. Die kommt zu Hofmann. Oh, Omlin wieder gut. Lazzaro über die linke Seite. Spielt den Ball zu Lotomba. Lotomba legt den zurück. Da ist Klaus abgeblockt. Da ist jetzt Kone aus der Distanz. Aber Riemann pariert den Schuss. Neuhaus am Ball. Bringt man eine Flanke rein zu Klaus. Der kommt da sogar dran und der Ball passt. 2:2. Der Ausgleich. Wichtiges Ding. Klaus mit einem Doppelpack. Sehr gut gemacht von ihm. Aber auch schöne Flanke von Neuhaus. Die Ecke wird erst geklärt. Dann ist da Flo Neuhaus, der mit einer super Flanke. Und Klaus aus gut 12, 11 Metern. Guter Kopfball, aber Riemann sieht auch nicht so gut aus. Asano über die rechte Seite gegen Lotomba. Setzt er sich gut durch. Itakura mit der super Grätsche. Oh, nochmal ein Voice Crack. Wittek über die linke Seite. Wittek mit der Flanke. Die klärt niemand, aber der Ball geht vorbei. Zur Pause steht 2:2. Wir sind gut zurückgekommen, aber hatten natürlich einen schwachen Start. Und in der zweiten Hälfte muss es einfach so weitergehen wie jetzt am Ende der ersten Hälfte. Ja, leider hat sich Klaus jetzt gerade noch verletzt. Dann wechsle ich den zur Sicherheit mal aus. Dafür kommt Schwanschara in die Partie. Gegen Wittek. Immer noch Prestiani. Probiert, aber kommt da nicht so richtig durch. Kone sieht Schwanschara. Schwanschara! Aber der Ball wird pariert von Riemann. Und jetzt gibt es die Ecke für uns. Neuhaus führt sie aus. Die kommt zu Lazzaro. Oh, gute Parade mal wieder von Riemann. Kone sieht Appelkamp. Appelkamp sieht Neuhaus. Der war außer Distanz mit einem guten Schuss. Der geht aber knapp am Tor vorbei. Quarteng sieht Antwi Adjei. Antwi Adjei abgeblockt. Da ist Wittek nochmal. Wittek macht das gut. Da ist Quarteng und Omlin pariert den Ball. Oh, wieder das Quarteng. Oh, Omlin. Und es gibt jetzt einen dummen Elfmeter. Weil EA es in diesem Spiel immer noch so hat, dass nachdem der Ball schon geschossen wurde, irgendwer umgerissen wird. Und dann gibt es so für sowas halt Elfmeter.
Hofmann gegen Omlin, Hofmann gegen Omlin, Omlin pariert. So, wir wechseln dann vierfach. Honorat kommt für Prestiani, Kone geht raus, kommt Weigel in die Partie, Player kommt für Appelkamp und Lutomba geht raus, kommt Luca Netz. Lazzaro holt sich dann gut den Ball wieder. Lazzaro im Solo jetzt gegen Ordetz. Den kann er überlaufen. Lazzaro macht's alleine und da ist das 3 zu 2. Wir können die Partie drehen. Aus dem 0 zu 2 wird ein 3 zu 2. Und Lazzaro trifft hier. Sehr, sehr wichtig. Gut gemacht von Lazzaro. Das war komplett sein Angriff. Nur Lazzaro gehörte das Ding. Und dann macht er den am Ende auch noch. Hier kann man es mal sehen. Die Balleroberung sieht man nicht mehr. Aber Ordetz geht da natürlich nicht richtig hin. Und dann Lazzaro und Riemann kann den Ball auch nicht mehr parieren. Asano gegen Netz und gegen Wöber. Oh, Asano setzt sich da durch, bringt die Flanke, das Hofmann und Omlin mit einer ganz wichtigen Parade. Asano hat sich da gut gegen Netz durchgesetzt. Asano jetzt mal mit viel Platz über die rechte Seite. Wenn er die Flanke spielen kann, wird es gefährlich, das Hofmann, aber der Ball geht nur ans Außennetz. Und das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen nach einem 2-0-Rückstand 3 zu 2 zu Hause gegen Bochum. Wichtiger, wichtiger Sieg und eine schöne Mentalitätsleistung von unserem Team. Joao Klaus hat sich eine Ellbogenverletzung zugezogen. Der fällt für 5 Tage aus. Das geht noch. Nico Elvedi kann wieder spielen. Berg ist froh, dass er so oft spielt. Hat jetzt das letzte Spiel nicht gespielt, aber gut, wenn er meint. So, wir haben hier nochmal einen neuen Einblick in unsere Jugendmannschaft. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist in Ordnung. Würde ich mal meinen, das monatliche Scouting-Update haben wir auch reinbekommen aus Amerika. Josh Bailey kann man mal mitnehmen. Aber sonst ist hier, denke ich, keiner mehr dabei. Ne, da ist die Aufstellung mit dem Eventspiel reingehen gegen die Mainzer. Klaus bleibt vorne drin. Und sonst kommen die alten Leute mal wieder rein. So ein Weigel spielt wieder Startelf, so ein Player, Honorat auch. Ja, damit können wir auf jeden Fall reingehen. Honorat, jetzt mal mit Tempo, kommt er über die rechte Seite, geht an Fernandes vorbei. Honorat macht's alleine. Immer noch Honorat, setzt sich da gut durch, aber die Parade von Center verhindert hier das 1 zu 0. Jensen für die Mainzer, Jensen setzt sich da gut durch, das Brian Gruder und Omlin verhindert hier das Gegentor. Cassie kommt jetzt einmal die linke Seite, Cassie, immer noch Cassie, da geht keiner richtig hin und dann steht da die Nummer 9, Karim Onisivo. Oder Welbeck, ich weiß gar nicht, wer es jetzt ist. Auf jeden Fall, ja, das Onisivo trifft hier für die Mainzer. Das war schwach. Wir kommen da nicht in den Zweikampf rein gegen Cassie. Und dann steht Onisivo da im 5-Meter-Raum auch noch komplett frei. Da geht auch keiner hin. Und dann treffen die Mainzer natürlich auch. Joe Skelly holt sich den Ball da gut. Zu Honorat spielt er den. Honorat spielt zurück zu Skelly. Skelly sieht jetzt Klaus. Joao Klaus war mit dem Schuss, aber der hat Zentner sicher. Jetzt hier kommen die Mainzer hier über rechts mit Brian Gruder. Brian Gruder sieht Welbeck, Danny Welbeck in guter Position. Und da ist das 2 zu 0 für die Mainzer. Wir machen hier gar nichts aus unserem Angriff. Wenn da mal was kommt und die Mainzer nutzen hier jede kleinste Möglichkeit bislang. Danny Welbeck hier mit dem 2 zu 0. Honorat über die rechte Seite. Honorat, immer noch Honorat mal mit dem Schuss. Aber der Center, der kommt viel zu zentral. Honorat kommt jetzt über die rechte Seite. Honorat mit Tempo. Überläuft der Fernandes. Honorat. Honorat mit dem Schuss. Und der passt. Wieder der Anschlusstreffer wie gegen Bochum. Können wir vielleicht wieder zurückkommen? Das wäre natürlich geil. Honorat hier erstmal mit dem super Anschlusstreffer. Holt er den Ball auch direkt aus dem Netz. Schön Fernandes überlaufen. Und dann haut er den da hart rein. Wo Zender keine Chance mehr. Der passt wirklich perfekt da im Eck. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Wir liegen 2 zu 1 hinten gegen die Mainzer. Lazzaro hier im Solo gegen Hanche Olsen. Immer noch Lazzaro mit dem Schuss und der geht knapp am Tor vorbei. Lazzaro mit dem Sprint jetzt über die linke Seite. Lazzaro gegen Hanche Olsen. Geht da gut durch. Immer noch Lazzaro jetzt mal mit dem Schuss und der Ball geht auch wieder knapp vorbei. Wir wechseln fünffach. Netz kommt rein für Lutomba, Weigel und Neuhaus gehen raus, kommt Berg und Kone. Hack kommt auf die linke Mittelfeldposition für Lazzaro und Klaus geht raus, kommt Schwanschara in die Partie. Welbeck, Danny Welbeck sieht das, über links kommt Karim Onisivo. Onisivo, hoho, gefährlicher Kopfball von Papella, glaube ich. Langer Ball jetzt auf Hack. Hack gegen Ngumu. Hack sieht Kone. Kone mit dem Distanzschuss hat er knapp am Tor vorbei. Welbeck, Danny Welbeck in guter Position, kriegt zu viel Platz. Omlin verhindert noch das 3 zu 1.
Kassi über die linke Seite, das Widmer. Der sieht Jensen. Jensen sieht einen Enketia, aber der haut den ganz weit übers Tor. Wir verlieren leider mit 2 zu 1 in der Meva Arena in Mainz. Ja, Mainz war sehr effizient, hat die Chancen genutzt und wir leider absolut nicht, wenn man hier mal drauf guckt. Gut, Mainz hatte auch die klareren Chancen. Also geht der Sieg schon in Ordnung für die Mainzer. Das ist die Ausstellung, mit der wir ins Spiel reingehen gegen Köln ins Rhein-Derby. Martell sieht jetzt keins, aber Omlin kann den Schuss abwehren. Boah, gut gemacht von Glatzel, das keins mit dem Schuss. Wir liegen zum dritten Mal heute früh im Rückstand. Durch Florian Kainz liegen wir nach 7 Minuten bereits hinten. Das ist wirklich beschissen verteidigt gewesen, mal wieder. Dumm den Ball auch verloren. Und dann ist der Ball auf einmal drin. Schlecht gemacht von Netz. Glatzel holt sich den super. Und dann steht Kainz auch völlig frei. Keiner kann den Ball mehr abwehren. Und so steht es dann 0-1. Schwanschara mit dem Schuss. Ohohoho. Wow, geiler Ball. Geiler Ball von Schwanschara hier. Der hat mal richtig gepasst. Aber komplett mit der linken Klebe haut er den da in den Winkel. Schweber hat da keinerlei Chance mehr, irgendwie ranzukommen. Lazzaro gegen Heinz, den überläuft er einfach. Immer noch Lazzaro, Lazzaro mit der Innenseite, aber Schweber hat den Ball sicher. Lazzaro sieht Schwanschara mit dem Schuss. Und der Doppelpack von Schwanschara und der Doppelschlag von uns. Wir können das Spiel drehen aus dem 0-1. Wird nach 17 Minuten bereits ein 2-1. Gut gemacht von Lazzaro. Und dann ist Schwanschara da und den haut er dann ins lange Eck. 2-1. Wichtig. Benno Schmitz mit der Flanke. Itakura kommt da nicht dran, sondern Glatzel mit dem Volley. Und die Kölner können ausgleichen. Und dann steht es hier 2-2. Schöne Flanke. Und dann auch gut, ja geil, stabile Kamera. Gut gemacht von Glatzel, starker Volley. Da hat Omlin dann auch bei dem Tempo keine Chance, den irgendwie zu halten. Sehr, sehr schönes Tor hier leider, der Kölner. Oh, Glatzel setzt sich da gut gegen Itakura durch. Und dann haut er den zum Glück daneben. Lazzaro spielt zu Luka Netz. Luka Netz sieht jetzt Schwanschara. Abgeblockt von Keeper gehalten und dann Schwanschara. Zum dritten heute und da ist das 3-2. Der Typ macht einfach einen Dreierpack. Der ist so gut diese Saison. Schwanschara im Nachschuss. Den ersten konnte Schwebe noch parieren, wie man jetzt hier sehen kann. Aber dann den Nachschuss, den nimmt er sich und knallt ihn dann unten rechts ran. Wenn Schwebe noch auf dem Boden liegt, kommt da zum Glück auch kein Verteidiger mehr dran. Und somit steht es dann 3-2 für uns. Sehr wichtig. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Wir führen mit 3-2 im Rhein-Derby gegen Köln. Schwanschara jetzt zu Appelkamp. Appelkamp, von dem noch nicht viel gesehen bislang. Immer noch Appelkamp, setzt sich da gut durch. Und da ist mal die eine Aktion von Appelkamp. Bislang erste Halbzeit unsichtbar gewesen. Und jetzt macht er hier das 4-2. Schönes Solo von ihm. Setzt sich da gut durch gegen den Verteidiger, gegen noch einen weiteren. Und dann haut er ihn ins kurze Eck. Sehr, sehr gut gemacht von Appelkamp. Lindenmeiner gegen Itakura, das Glatzel, gute Parade von Omlin. Martins jetzt, oh, Elvedi macht das schlecht, da ist immer noch Martins am Ball, da geht auch so richtig keiner hin, immer noch Martins, gut gemacht von Omlin. Wir wechseln fünffach, Schwanschara geht raus, kommt Klaus in die Partie, Lazzaro und Honorat gehen raus, kommt Prestiani und Hack rein und Kone kommt rein für Neuhaus und Lutomba kommt rein für Skelly, der ein bisschen verletzt ist. Schinter Appelkamp. Appelkamp hat Platz, der schießt einfach mal, hätte man besser ausspielen können, Latte! Glatzel sieht Sanchez mit der Flanke in die Mitte, die kommt gut, Glatzel, Omlin, abgeblockt und weg. Schwanschara ist in guter Position, legt den zurück, das Neuhaus und da ist das 5-2. Bislang noch keine Spielunterbrechung da gewesen, deswegen spielt auch noch ja einige, die schon ausgewechselt hätten werden sollen. Ja, wie auch immer. Egal, 5-2 Neuhaus. Sehr, sehr wichtig, diese Führung. Hier nochmal die Wiederholung. Schwanschara gegen Martell. Spielt einen guten Ball zurück und dann steht Neuhaus völlig frei und schiebt den ein. Kone sieht jetzt Klaus. Klaus mit dem Richtungswechsel. Klaus, aber gute Parade von Schwebe. Verhindert die das 6-2. Glatzel sieht Waldschmidt. Luca Waldschmidt sieht wieder Glatzel. Aber der Schuss ist schwach, den hat Omlin.
Und das war's. Wir gewinnen im wichtigen Rhein-Derby mit einer guten, guten Leistung. 5 zu 2. Haben wir wieder Mentalität gezeigt und gezeigt, wie wichtig das war. Sehr, sehr gut. Ja, uns erreichte bittere Nachricht. Skelly hat sich während dem Spiel den Zeh gebrochen. Konnte natürlich noch weiterspielen, aber fällt jetzt für 3 Monate aus. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Das ist die Aufstellung, mit der wir ins Spiel reingehen gegen die Heidenheimer. Ulrich darf mal spielen, weil Netz ist angeschlagen, so hat keine Fitness und Skelly ist jetzt natürlich verletzt. Deswegen darf Ulrich mal spielen, mal schauen, wie wir in Heidenheim performen. Das wird simuliert. Und 1-1, Schwanschara trifft, Guga trifft, das ist natürlich nicht gut, dass wir 1-1 in Heidenheim spielen. Das waren die 4 Partien. Gucken nochmal eben auf den Tabellenstand, da sind wir weiterhin 5. Konnten uns ein bisschen der Ranbring an Leverkusen, ne, dem auch irgendwie fast alles gewonnen. Haben noch ein Spiel, können auf 7 Punkte weg. Leipzig kann auf 8 Punkte weg. Wird natürlich schwierig mit der Champions League. Aber den 5. Platz, der scheint schon gut uns zu gehören bislang. Also mal schauen, ob wir noch um die Champions League Plätze kämpfen können. Das erfahren wir auf jeden Fall bei meinem nächsten Mal. Wir können dann nochmal auf den Kalender schauen, welche Partien uns betreffen dann beim nächsten Mal. Noch im März die Freiburger, Wolfsburg, Dortmund und Hoffenheim. Das wird noch schwierig. Das sind noch ein paar stramme Partien. Können auch eben die Nachrichten durchgehen. Gut, das ist nicht so wichtig. Volker Reitz möchte spielen. Schauen wir mal. Kopf hoch, Luca Netz. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Schreibt auch gerne einen Kommentar und tschüss.